On njih poznaje još iz Prvog svjetskog rata. Gospodine ministre, u više navrata saopštio sam vam koliko teško se sa ovim ljudima mogu postići konkretni sporazumi. Ja sam vas najpreciznije obavestio o svemu i o izručenju Stojadinovića Englezima, zbog čega je kriva sada već oborena vlada. Warten Sie hier. Sturmbannführer, ich dachte, ich sollte... Denken Sie nicht, überlassen Sie das Denken den Elefanten. Die haben größeren Kopf als Sie. Jawohl, Sturmbannführer. Nehmen Sie den Hund! Čini mi čast da vas, predstavnika slavne njemačke armije, pozdravim lično. Spur von diesen Banditen! Unterschätzen Sie sie nicht, Schuller. Sie sind verdammt gute Kämpfer. Na, Köhler, was halten Sie denn von den Partisanen? Sie können sehr unangenehm sein. Wirklich? Ach, es ist schön, wieder draußen zu sein. Ja. Dann wünsche ich Ihnen am 10. Juni 1943 einen recht schönen guten Morgen. Wie hoch schätzen Sie diesen Effekt ein? Nach der Heftigkeit des Angriffs zu urteilen, müssten theoretisch 3-4% außer Gefecht gesetzt sein. Die Demoralisierung Ihrerseits würde Ihnen schwer zu schaffen machen. Žena i piće, gospodine Diriću, to je i suviše skromno za čoveka vašeg formata. Izvolite. Herr Kraus, mir pričao o vama. Herr Kraus. Bitte, meine Herren. Ich möchte gleich zur Sache kommen. Ich habe hier etwas sehr Interessantes. Ist Ihnen dieser Aufruf bekannt, Oberst? Nein, Herr General. Und Ihnen? Nein, Herr General. Das erstaunt mich aber. Die Gestapo ist doch sonst über alles informiert. Seit zwei Tagen überträgt der Partisansender Freies Jugoslawien. LZ-36, the sum of German genius. From a dream of Leonardo da Vinci, we have created the fact. I hope you enjoy your flight. Ajde, idemo. Požuri. Zdravo. Zdravo. Diži ga. Ajde brže. E, čeri, pazi na sebe. Ajde. Da ga nisi udario, ja bi ga... Daj to mleko. Ponesi za usput. Bolje da je ostalo deci. Uzi. Hallo! Verdammt doch mal! Komm! Ej, prle, a gdje ćemo s njim? Klozet. Tut mir leid, Herr General. Schachmatt. Schachmatt. Ja, Keller. Das sind wir. Die Russen stehen vor Berlin. Die Amerikaner und Engländer haben ganz Deutschland besetzt. Österreich ist auch im Eimer. Ein schönes Moin, das komme ich an. Sitzt dann Ivan. Und mit ein bisschen Russisch, weil ich kann, sag ich so, Mensch, Junge, los, hau ab hier. Und auch im Weggehen dreht er sich um und sagt, geh mal in Ruhe, scheißen lassen ihn die Preußen. Na, schieben Sie sofort durch ans Amikor.
Nach dreistündiger schwerer Artillerievorbereitung greift der Russe mit scharfen Panzerkräften auf breitester Front an. Mit dem Mut der Verzweiflung kämpft die von den Russen eingeschlossene 6. Armee gegen eine erdrückende feindliche Übermacht. Hunde, wollt ihr ewig leben? So lautet die Parole. Partisan Srpski. Ja, znam. Odakle si? Iz Vršca. Lep. Kako se zoveš? Harry Kleist. Pa ti si pravi švaba. Ja sam Nemac. Pa to je isto, Magarčino. Šta čekaš? Pucaj. Se ruckaš, švabo. Praviš se. Mogu nos da ti odgrizem. I jedno pa drugo uvo čujav da budu. Upišite bilo šta. Ali ovaj čovjek nije umro od variole. Doktor Kamskuković, kad iziđemo odavde, vodim vas kod Dive na večeru u klub književnika. Važi.